Die Alibaba-Aktie, ein nicht enden wollendes Elend. Von ihrem Hoch ist sie jetzt um mehr als 60% gefallen. Haben die Analysten recht oder Anleger wie Charlie Munger, die sagen, die Aktie ist jetzt viel zu billig? Oder muss man trotzdem sagen, bei Alibaba Finger weg? Darum geht's heute. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Herzlich willkommen, heute geht es um Alibaba. Aber lassen Sie mich kurz noch was sagen zum letzten Video zur Ukraine-Krise und zu russischen Aktien. Das Video war ein großartiger Erfolg, stand gestern hier 704 Mal Daumen hoch und kein einziges Mal Daumen runter. Aber Scherz beiseite, Sie wissen es vielleicht, der Daumen runter ist abgeschafft worden von YouTube. Beziehungsweise die Zahl, wie oft der Daumen runter geklickt worden ist, das kann jetzt nur noch der YouTuber selber sehen. Interessante Neuerung und ich muss sagen, ich finde es gut. So macht Demokratie wieder Spaß. Aber natürlich gab es Debatten zu dem Video, weil wenn in so einer Lage, wenn es da um russische Aktien geht, dann geht es niemals nur um russische Aktien. Und es gab aber auch Kritik zu dem Video, die ich mir wirklich selber zuschreiben muss. Ich habe einen Bekannten zitiert, in diesem Video, der hat gesagt, in der stillen Stunde, sinngemäß, er kann es gar nicht erwarten, bis die Russen losschlagen, weil dann könne er nämlich wieder günstig russische Aktien kaufen. Das kam nicht gut an. Ein Zuschauer hat geschrieben zum Beispiel, was für ein dummes Geschwätz. Bei deinem Bekannten sollten die Panzer durch den Vorgarten rollen, ich kaufe dann seine Hütte günstig. Oder auch, bei dieser tollen Gelegenheit sind über 10.000 Menschen umgekommen. Hoffe, das ist deinem Bekannten klar, falls es den überhaupt gibt. Es gibt ihn und mir tut es im Nachhinein leid, dass ich das so ungefiltert hier gesagt habe. Und ich würde auch gern sagen können, naja, war ja überhaupt nicht so gemeint. Aber in gewisser Weise war es eben doch so gemeint. Und wenn Sie den jetzt in die Mangel nehmen würden und fragen würden, ist das wirklich dein Ernst, dann klar, kein Mensch wünscht sich einen Krieg in der Ukraine. Aber als Anleger, da sieht man dann eben auch manchmal die Entwicklung, wie sie gewesen ist und denkt dann vielleicht schon unwillkürlich, tja, 2014 oder 2016, das wäre schon die Einstiegschance gewesen bei russischen Aktien. Und das bringt uns zu einem Kapitel in der Geldanlage, das potenziell unschön ist. Es gibt Krisen, die Kurse fallen, Menschen leiden. Und auf der anderen Seite sitzen dann aber andere Menschen im Warmen, in ihrem Lehnsessel und profitieren dann vielleicht sogar noch davon. Das ist bei vielen Krisen so oder fast bei allen. Finanzkrise, Asienkrise, Fukushima oder nehmen Sie die Corona-Krise jetzt. Millionen Tote und gleichzeitig ist da aber eine ganze Generation von Anlegern neu entstanden in dem Bewusstsein, jetzt muss man günstig Aktien kaufen. Und bei jeder neuen Virenvariante, von der man hört, da macht ja auch die BioNTech-Aktie zum Beispiel gleich wieder einen Satz nach oben. 2010 war ich in Bangkok, zufällig mitten in den Unruhen damals. Ich war jetzt nicht gefährdet, aber das Ganze war schon übel. Es sind ja auch Menschen umgebracht worden, zu Dutzenden. Und gleichzeitig habe ich dann aber auch stark vermutet irgendwie, naja, wenn man jetzt thailändische Aktien kaufen würde, dann macht man wahrscheinlich einen Gewinn. Kam dann auch so. Ist es zynisch? Ich habe keine Antwort drauf, so wirklich. Das Einzige, was ich sagen kann hier zur Verteidigung von den Anlegern und von den Krisenprofiteuren, es sind nicht die Anleger am Ende des Tages, die schuld sind an diesen Krisen. Und auch der Anleger ist natürlich konfrontiert mit einer unberechenbaren Welt, mit einer chaotischen Welt. Und wer in einer Krise kauft, der übernimmt damit ja auch Risiken, die so groß sind, dass die anderen sie alle nicht mehr haben wollen. Und das an sich finde ich so nicht verwerflich. Aber man tut das natürlich eben auch in der Hoffnung, dass es sich lohnt, weil das natürlich auch eine Erfahrung ist, die man oft auch schon gemacht hat, dass Krisen eine Chance sein können. Sie sind nicht immer eine Chance natürlich, aber sie können eine Chance sein.
Und das ist dann auch gleich eine schöne Überleitung zu Alibaba. Da haben wir solche Implikationen zum Glück nicht. Das ist einfach nur ein großer Internetkonzern. Bis auf die China-Implikationen. Und da haben wir natürlich dann gleich wieder die volle Packung. China hat Vertrauen verloren als Anlageregion und Alibaba ist da das Paradebeispiel. Der E-Commerce-Gigant Chinas, Amazon vielleicht sogar noch besser als Chinas Amazon und dann aber der große Absturz. Hier die letzten 3 Jahre in Euro, 2019, 2020 große Euphorie noch, Alibaba zeitweise über 700 Milliarden Dollar wert, ganz besonders eben kurz vor dem Börsengang der Ant Group, dem Betreiber von Alipay, die ja Alibaba zu einem Drittel gehört. Aber, das wissen Sie wahrscheinlich, dieser Börsengang ist dann ja von den chinesischen Behörden gestoppt worden. Und zwar dann auch irgendwie klar, die Regierung hat Alibaba jetzt auf dem Kieker. Und seitdem haben wir eine lange, harte Korrektur. Die Aktie ist jetzt von ihrem Hoch Ende 2020 um mehr als 60% gefallen schon. Und sie fällt auch noch weiter. Warum eigentlich? Also das mit dem Endgroup-Börsengang, das ist kalter Kaffee, kann man sagen. Das ist schon zigmal im Kurs drin. Der Grund ist ein anderer. Es war damit eben noch nicht erledigt, das Ganze. Und es hat immer neue Hiobsbotschaften gegeben auch. Und das ist im Grunde bis heute so. Der Verbot von diesem Börsengang, das war der Startschuss in China für eine neue große Regulierungswelle, die so auch kein Mensch jetzt erwartet hat und von der wir auch noch gar nicht wissen, wie weit die noch geht und wie lang die noch geht. Hat den Technologiesektor natürlich insgesamt getroffen, der steht genauso unter Druck, wo man manchmal auch gar nicht mehr weiß, ist es jetzt der chinesische Internetsektor und Technologiesektor, der Alibaba mit runterzieht oder zieht Alibaba jetzt den Technologiesektor runter. Alibaba war besonders stark betroffen, hat im April zum Beispiel eine Strafe zahlen müssen von 2,8 Milliarden Dollar, eine Rekordstrafe wegen monopolistischem Verhalten. Aber was die Anleger noch mehr entsetzt hat, das war im September die Ankündigung, dass Alibaba 15,5 Milliarden Dollar stiftet für Zwecke der allgemeinen Wohlfahrt. Und da sehen wir schon wieder, Anleger und die allgemeine Wohlfahrt, das passt einfach nicht zusammen. Das waren nämlich 20% vom damaligen Cash und von den liquiden Mitteln, die Alibaba gehabt hat. Und man weiß ja auch nicht, wie freiwillig die ganze Sache so war. Also andere Internetkonzerne haben sowas auch schon angekündigt inzwischen. Wahrscheinlich ist es so eine Art vorauseilender Gehorsam, der Peking jetzt besänftigen soll. Hat aber nicht viel genützt. Vor ein paar Wochen gab es schon wieder die nächste Strafe, die war allerdings kleiner. Noch größer ist das Problem, dass diese Regularien, und die sollen ja den Marktmissbrauch verhindern und die großen Anbieter, die sollen damit gezwungen werden, auch dass sie ihre Systeme öffnen und dass sie auch nicht nur die eigenen Angebote da zulassen. Und das fördert jetzt durchaus den Wettbewerb in China, aber es schadet natürlich der eigenen Dominanz. Und das merkt man langsam auch bei Alibaba. Es läuft auch operativ jetzt nicht mehr so toll. Der Umsatz im dritten Quartal, der ist noch um 29% gestiegen, aber es war schon weniger als sonst. Und vor allem das Bruttohandelsvolumen, das war nur noch im niedrigen zweistelligen Bereich. Und dann später am Singles Day, da war es sogar nur noch im einstelligen Bereich, plus 8,5%. Und der gesamte E-Commerce-Sektor, der wächst jetzt auch langsamer und kann man sich ja auch fragen, wo soll er denn überhaupt noch hinwachsen, wenn er letztes Jahr schon über 50% vom gesamten Einzelhandelsumsatz gehabt hat. Und wir haben in China jetzt außerdem eine Immobilienkrise, wir haben da deutlich weniger Wachstum, aber auch die Konkurrenz wird härter. Alibaba darf seinen Händlern zum Beispiel nicht mehr verbieten, dass sie woanders auch noch einen Shop aufmachen im Internet. Und es gibt auch Wettbewerber wie JD.com oder Pinduoduo, die sind stärker gewachsen im letzten Quartal. Mal ganz zu schweigen von diesen ganzen Plattformen, die es jetzt gibt, wo Produkte angepriesen werden in kleinen lustigen Filmchen von Influencern, ist der letzte Schrei gerade in China. Und die durchschnittliche Verweildauer zum Beispiel bei der
E-Commerce-Tochter von ByteDance. Die ist im Monat 1871 Minuten, also über 31 Stunden und das im Durchschnitt mit Werbefilmchen. Das war's jetzt mit der chinesischen Arbeitsethik und wenn die so weitermachen, haben sie bald überhaupt kein Wachstum mehr. Ist auch ein Grund übrigens, warum China gegen das Internet so vorgeht teilweise, weil es auch die Sitten verdirbt aus Sicht der Regierung. Aber mit anderen Worten, Alibaba verliert eben Marktanteile und der Markt befürchtet eben auch, dass neue starke Wettbewerber ihnen jetzt wirklich das Wasser langsam mal so abgraben. Und dann natürlich außerdem noch der leidige Dauerbrenner, die Listings in den USA. Hat Alibaba gestern an der NYSE auch nochmal zwischenzeitlich 5% gekostet an Börsenwert und viele andere China-Aktien da auch. Soll man so eine Aktie trotzdem kaufen, nur weil sie jetzt wieder billig ist, so wie jemand wie Charlie Munger, der langjährige Partner von Warren Buffett, der ja, hat ja gesagt, Alibaba hätte jetzt die besten Fundamentaldaten in ganz China. Und auch für die meisten Analysten ist die Aktie ja deutlich unterbewertet. Da ist die Lage ein bisschen ähnlich wie bei Xiaomi, also siehe mein Video vom 25. November. Die Aktie fällt und fällt und die Analysten haben durch die Bank deutlich höhere Kursziele. Allerdings, sie setzen diese Kursziele auch Zug um Zug immer weiter runter. So ist es auch bei Alibaba. In USA gestern geschlossen bei 122 Dollar. Das Durchschnittskursziel liegt bei 208 Dollar, also deutlich höher, aber vor ein paar Wochen war es nochmal höher. Aber man muss eins schon sagen, also teuer ist Alibaba jetzt wirklich nicht mehr. Der Gewinn dieses Jahr, der geht wahrscheinlich zurück, aber das KGV drauf, das liegt eben jetzt nur noch bei 15 und damit kann man sagen, damit ist es ja schon fast eine defensive Aktie oder so eine Art Value-Aktie, wo man so ein großartiges Wachstum jetzt auch gar nicht mehr bräuchte, sondern wo es fast schon reichen würde, dass der Konzern einfach profitabel ist. Und das ist Alibaba ja hochprofitabel sogar. Alibaba hat außerdem im chinesischen E-Commerce immer noch einen Marktanteil von 48%, ist weniger als früher, aber ist immer noch ungeheuer viel. Und meine persönliche Meinung ist, im allerschlimmsten Fall ist Alibaba eben irgendwann mal nicht mehr der größte, übermächtigste E-Commerce-Konzern in China, sondern es ist dann eben nur ein großer E-Commerce-Konzern, aber eben immer noch groß. Und vergessen wir nicht, dieses Jahr war eben auch schwierig und Alibaba musste eben auch vorsichtig sein dieses Jahr und sie sind gefahren ja auch mit angezogener Handbremse. Und auf die Konkurrenz, die neue, da reagieren sie aber natürlich jetzt. Also sie haben jetzt auch Influencer schon und Promi-Events auf ihren Plattformen und sie haben eine Gruppenauktionsplattform und für dieses Community-Shopping und diese ganzen Sachen. Und der Vorteil, den vielleicht die Herausforderer von Alibaba haben, das ist sicherlich, dass sie oft innovativer sind. Aber der Platzhirsch hat eben den Vorteil, der kann das Innovative von den anderen dann einfach wieder kopieren. Und ein entscheidender Vorteil von Alibaba, das ist eben einfach immer noch die Größe. Größe und Reichweite sind im Internet und im E-Commerce nach wie vor unglaublich wichtig. Und wir haben neben dem E-Commerce ja zum Beispiel noch das Cloud-Geschäft immer noch, inzwischen in schwarzen Zahlen. Alibaba ist da weltweit der drittgrößte Anbieter in einem Markt, der sehr schnell wächst und im dritten Quartal haben wir da auch wieder ein Umsatzwachstum gehabt von 33%. Dann gibt es Lieferdienste, Streamingdienste, zig Beteiligungen, auch im Ausland, also große E-Commerce-Aktivitäten im Ausland mittlerweile, ein sehr starker Logistikbereich, auch über Beteiligungen und 33% ja nach wie vor an der Ant Group und die hat jeder schon komplett abgeschrieben und ja, sie ist reguliert oder sie wird stark reguliert, aber sie hat immer noch eine riesen Reichweite als Bezahldienst, als Kreditvermittler zur Geldanlage und so weiter. Sie hat ihren Gewinn im zweiten Quartal auch nochmal um 39% gesteigert. Also die Ant Group ist nicht tot und ich kann mir sogar vorstellen, dass sie vielleicht sogar irgendwann jetzt mal doch noch an die Börse geht. Wahrscheinlich dann eher aber in Shanghai oder Hongkong und im ersteren Fall in Shanghai, da hätte sie dann vielleicht sogar eine ordentliche Bewertung dann.
Und was das betrifft, Börse Shanghai, dazu gab es ja vorgestern unseren Zukunftsmärkte-Report zum Thema innerchinesische Börsen, Shanghai, Shenzhen, Peking. Und da läuft es ja keineswegs so schlecht wie bei den China-Aktien, die wir hier haben und kennen. Und wie man da investieren kann, natürlich, das erfahren Sie da auch. Und die Reports von uns sind wie immer gratis. Diesen Report, den können Sie sofort im Archiv lesen, so wie alle anderen Reports auch, die wir bisher gemacht haben. Sie müssen sich auch nur einmal dafür eintragen auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link dafür ist hier auch noch mal unter dem Beitrag. Und was jetzt aber die US-Börsen betrifft und diese Delisting-Sorgen, das Delisting-Thema, ich habe ja hier letzte Woche das Ganze auch noch mal wieder mal ausführlich behandelt. Alibaba ist wirklich eins von den Unternehmen, das schon länger ein Zweitlisting in Hongkong hat und das damit wirklich schon lang gewährleistet hat, auch dass man die Aktie auf jeden Fall weiter handeln kann in Zukunft. Und man hört ja immer wieder trotzdem, herrje, wenn jetzt jeder US-Anleger bis 2024 seine ganzen Aktien auf den Markt wirft, da, dann bricht das nochmal so richtig ein. Aber wissen Sie, wie viel Alibaba-Aktien die US-Anleger überhaupt noch halten? Es gibt eine Studie von Morgan Stanley dazu. 13% halten sie noch. Lausige 13%. Also auch das ist eher Psychologie und Panikmache gerade, als dass es jetzt noch wirklich eine Gefahr wäre. Ist Alibaba also ein Kauf? Ein pragmatischer Anleger kauft sie wahrscheinlich noch nicht im Moment, weil sie ist angeschlagen, sie rast ja nach unten, das Sentiment ist furchtbar schlecht. Und wenn sie so weit gefallen ist jetzt, dann kann sie sicherlich auch noch weiter fallen. Also ich würde natürlich jetzt auch abwarten, bis wir Hinweise kriegen in irgendeiner Art, dass sich das wieder stabilisiert, dass wir bessere Meldungen kriegen, irgendein positiver Umschwung jetzt, das brauchen wir. Ich hätte auch nicht gedacht, dass sich das so zuspitzt. Aber trotzdem vermute ich mal schwer, dass das jetzt schon übertrieben ist, der Absturz, dass die Aktie letztlich unterbewertet ist und dass wir, wenn wir Geduld haben, irgendwann früher oder später auch belohnt werden wieder mit einer sehr guten Einstiegsmöglichkeit. Sie wissen ja, jede Krise kann eine Chance sein und das hier ist ja noch nicht mal eine richtige Krise, sondern es ist eben eine schwierige Gemengelage. Und Alibaba ist jetzt vielleicht auch nicht mal die Superaktie, die wir uns alle mal vorgestellt haben. Aber wenn sich der Staub da mal legt, dann sehen wir wahrscheinlich, so schlecht ist sie am Ende auch nicht. Gut, und nächste Woche geht es hier um was, das auch deutlich korrigiert hat wieder in letzter Zeit, nämlich das Edelmetall Silber. Und dazu habe ich eine Meinung, die sich von der, die andere hier haben, eben auch stark unterscheidet. Ich hoffe, Sie sind dann nächste Woche wieder dabei. Am besten Kanal einfach abonnieren, dabei auch auf die Glocke drücken. Dann kriegen Sie nämlich auch Bescheid, wenn das Video dann da ist und Sie verpassen dann auch nichts mehr. Machen Sie bei Ihren Zukunftsmärkte-Videos Ihre 1871 Minuten pro Monat jetzt voll. Sie haben da bestimmt noch Spielraum. Danke für Ihre Lebenszeit. Alles Gute und bis bald.